Heute will ich mal ein bisschen über Krankheit sprechen. Wenn wir krank sind, machen wir häufig eine Geschichte daraus. Wir identifizieren uns mit der Krankheit und mit der Persönlichkeit des kranken Menschen. Anstatt einfach nur die körperlichen Empfindungen der Krankheit zu spüren und zu spüren, dass uns der Körper dazu drängt, in Ruhe zu bleiben und ruhig zu bleiben und mal einen Gang zurückzufahren, damit quasi das ganze System wieder heilen kann oder sich wieder aufladen kann sozusagen. Und nichts anderes ist eine Krankheit in den meisten Fällen. Also ich rede jetzt nicht von Unfällen, sondern von den Krankheiten. Und meistens ist es einfach ein Warnsignal des Körpers, der dir sagt, hey, du gibst keine Acht auf mich, du bist zu sehr in deinem Verstand, du übernimmst dich, du bist nicht im Hier und Jetzt, du lebst dein Leben, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und wenn der Körper nicht bewusst wahrgenommen wird, dann sagt er, hallo, ich bin auch noch da, ich brauche deine Aufmerksamkeit, denn ich bin ein Teil von dir. Das ist genau dasselbe, wie wenn man sein Kleinkind im Zimmer liegen lässt, wenn es schreit, und keine Aufmerksamkeit mehr gibt. Es wurden irgendwann mal Tests gemacht, glaube ich, die nicht zum Nachahmen empfohlen sind. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr das war oder in welchem Land. Auf jeden Fall gab es mal Tests, wo Kleinkindern nur das Nötigste gegeben wurde. Also nur Nahrung, Wasser und so weiter. Aber keine Liebe und keine Aufmerksamkeit. Und alle Kinder sind gestorben. Also Aufmerksamkeit ist ein wirklich elementarer Lebensbaustein, den nicht nur kleine Kinder brauchen, sondern den auch unser eigener Körper braucht. Und wir benutzen den Körper Tag für Tag und denken, er ist zu unseren Diensten da, aber vergessen, diesem Körper mal Aufmerksamkeit zu geben, mal diesen Körper zu spüren, mal den Herzschlag in den Zähnen zu spüren, mal die Energie zu spüren, die durch den Körper fließt, von oben bis unten. Sich mal bewusst hinzusetzen, die Augen zu schließen und mal diesen Körper einfach zu spüren und diesen Körper anzunehmen. Ja, du bist da, ich fühle dich gerade. Er gehört nämlich zu dir. Und die meisten Menschen machen das nicht. Die benutzen den Körper einfach oder trainieren im Fitnessstudio, ohne ihn wirklich zu spüren. Also die materialisieren ihn so ein bisschen. Und dann meldet sich der Körper irgendwann mit Krankheiten, mit Rückenbeschwerden. Die psychologische Last, die auf den Schultern liegt, im übertragenen Sinne zum Beispiel. Oder mit Herz-Kreislauf-Problemen. Durch den Stress, den Druck im Leben nimmt auch der Druck im Blut zu. Also das ist alles verbunden. Das nennt man auch psychosomatisch. Und im Endeffekt ist es einfach wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und wenn man denn mal krank ist, ich habe jetzt auch eine kleine Erkältung zum Beispiel, ja, die ist sehr schnell abgeklungen, aber ich habe sie immer noch, daraus keine Geschichte machen, sich nicht drüber ärgern, sondern einfach das bewusst wahrnehmen, okay, ich bin jetzt erkältet, und wenn irgendwas schmerzt, den Schmerz auch bewusst wahrnehmen, ihn annehmen, und somit kann man ihn dann wieder gehen lassen. Das ist genau wie mit dem psychologischen Schmerz sozusagen. Die meisten Menschen machen eine Krankheitsgeschichte draus. Ich bin krank, ich habe das, ich habe jenes. Oh, und klagen auch noch. Also das Klagen über Krankheiten, besonders bei älteren Menschen, ist weit verbreitet. Und wenn sie nichts mehr zum Klagen hätten, wenn sie nicht mehr über ihre Krankheiten und wann sie beim letzten Mal beim Arzt waren und was die Befunde wieder da ausgesagt haben und oh mein Gott, wenn sie dich nicht hätten, dann würden sie eine Art ihre Identität ein Stück weit verlieren. Da merkt man, dass sie identifiziert sind mit dieser Krankheit. Also das nur dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.